befinden wir uns jetzt in der Basisregie sozusagen, so wie wir sie nennen, des Ü-Wagens. Sehen hier die ganzen kleinen Monitore. Da sind alle Kameras, die wir heute aufgefahren haben, sind für den Regisseur, der nachher hier sitzen wird. Kann der alle einzelnen Signale sich anschauen und entscheidet dann, welches Signal dann sozusagen auf den Bildausgang geht. Und dieses Signal, was wir hier produzieren lassen, das geht auch an die Kollegen von ProSieben, Sat1 und an Sky. Alle bekommen dieses Signal und können sich daraus dann einmal das natürlich live verwerten und dann auch daraus ihre Spielberichte dann machen, diese Kurzreportagen. International bekommen die Kollegen natürlich auch das gleiche Signal. Wir schicken das Signal von hier nach Köln und bei der CPC, dort wird das Signal dann mit Grafik, mit englischer Grafik aufgewertet und geht dann in rund 200 Länder, wird das Spiel heute live übertragen an alle. Wir haben heute hier mitarbeitermäßig nur fürs Fernsehen, also alles, was unsere Belange angeht, sind ungefähr 300 Mitarbeiter akkreditiert. Also es ist immer ein riesengroßer Aufwand, diese ganzen Akkreditierungen, die ganzen Arbeitsplätze zu schaffen, dass alle dann auch ihren Platz haben auf der Reportertribüne. Das sind die Kollegen vom Ton. Einmal muss natürlich der Ton, der internationale Ton, also das Geräusch im Stadion, die Fußballspieler, die Atmosphäre muss eingefangen werden. Das fangen die Kollegen mit Mikrofonen, die im Stadion aufgebaut sind, ein. Dann haben sie noch die Aufgabe, natürlich die gesamte Kommunikation, die interne Kommunikation, Technik, Regie mit Kameraleuten, also der Regisseur kann mit jedem Kameramann, mit jedem Slow-Mo-Operator, kann er einzeln sprechen. Diese ganze Kommunikation wird noch aus dem Wagen gemacht. Und als drittes haben die Kollegen dann noch die Aufgabe für die Kollegen von Sky, die hier in der Nachbarregion sitzen, den Sendeton zu produzieren. Das heißt, der Kommentator, der spricht, die Interviews, die gemacht werden. Und da können Sie sich vielleicht vorstellen, wie viele Tonwege da insgesamt zusammenkommen. Und das müssen alles die Kollegen da drüben, die sitzen zu zweit oder zu dritt da, das wird alles von denen gehandelt und gesteuert. In diesem Bereich finden nach dem Spiel Interviews statt. Allerdings ist die Mixzone der Bereich, wo die sogenannten Non-Right-Holders die Interviews machen, also nachgelagert. Das ist die schreibende Presse, dann sind die Hörfunkkollegen hier und dann eben auch die Fernsehsender, die jetzt keine direkten Rechte an der Bundesliga haben. Hier ist noch eine ganz interessante Kamera, also davon gibt es hier in dem Bereich zwei. Die sind von uns, von Sportcast, installiert worden im Auftrag der DFL. Und zwar sind das die Kameras, die dann im Prinzip auf dem Ü-Wagen auflaufen. Der Regisseur kann sie von da aus steuern, der kann drehen, wenden, aufzoomen und so weiter und so fort. Und die haben uns natürlich gerade in der abgelaufenen Corona-Zeit immer noch schöne Bilder dann auch von den Mannschaften im Spielertunnel liefern können. Wenn Sie sich dort einmal umschauen, da sehen Sie eine ganze Menge Kameras in der Mitte stehen. Das sind die sogenannten Führungskameras. Also von uns stehen dort die Kamera 1 und 2. Und die 9:16 Kamera, die ist dort auch aufgebaut als einzige wirklich vorhandene Kamera. Der Rest wird ja, wie gesagt, softwarebasiert gemacht. Kamera 1 und 2 sind so die ziemlich wichtigsten Kameras bei einem Fußballspiel. So 60 bis 65% des Spiels, wenn Sie sich mal so ein Spiel vor Augen fassen, sieht man ja aus einer relativ totalen. Und das ist eben die Kamera 1, die immer mit dem Spiel mitschwenkt und möglichst die Übersicht des Geschehens haben soll. Dann haben wir dort links auf Höhe der 16er Linie, jeweils auf beiden Seiten die sogenannten 16er Hochkameras. Und dann haben wir noch die Drahtloskameras, die den Cine-Style hat. Die laufen auch noch am Rand hier rum, dürfen sich auch in der Mitte bewegen und in dem Fall sogar heute mal aufs Spielfeld, wenn ein Tor gefallen ist, was ja sonst nicht so ohne weiteres möglich ist. Ja, und dann haben wir da drüben noch zwei Kameras stehen. Das sind heute Trainerbeobachtungskameras. Jede dieser Kamera wird über die 90 Minuten dann einen Trainer beobachten. Ja, hier haben wir gleich eins der, ich würde fast sagen, der letzten, wenn man die letzten 15 Jahre nimmt, eins der innovativsten Kamerasysteme, die sogenannte Spider-Cam oder bei uns ACS, weil es gibt inzwischen zwei Anbieter, die ein solches System haben und darum haben wir uns beschlossen, das Thema ACS zu nennen, Aerial Camera System. In dem Fall ist das die Firma PMT aus Hamburg, die diese Spider-Cam fliegen lässt. Die Bilder kennen Sie wahrscheinlich alle, die sind ja auch inzwischen bei allen WMs, bei allen Europameisterschaften, bei Champions League-Spielen sind diese Systeme im Einsatz. Die kann halt sich an diesen Seilen in jede Position halt im Stadion auf einer gewissen Höhe oder Tiefe bewegen. Hier haben wir noch eine weitere interessante Kamera, das ist die sogenannte Rail-Kamera auf Schienen. Also sie kann mit bis zu 12 Metern pro Sekunde fahren, aber so viel wird eigentlich nicht benötigt, so schnell sind die Spieler dann auch nicht mehr. Ach ja, die Polecams habe ich noch vergessen, das sind diese langen Angeln, die Sie dort hinterm Tor flach sehen. Dann haben wir hier noch eine Steadicam auf der rechten Seite laufen, eine drahtlose, das ist die Handkamera. Also wie Sie sehen, das Stadion ist vollgepflastert mit Kameras und es wird uns
und auch mit Mikrofon. Es wird uns heute hoffentlich nichts entgehen, was Spieler von sich geben.